und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein sehr, sehr tolles Video, wo ich auch irgendwie total stolz bin, dass ich das tun darf. Das hat mir so viel Freude bereitet, dass man so positiv auf mich reagiert hat. Ich habe ja euch schon erzählt gehabt, beziehungsweise verlinke ich euch den Haul hier oben, wo ich meine PR-Sachen ausgepackt habe, dass ich einfach mit der lieben Victoria und der lieben Sammy, die beiden Kanäle verlinke ich praktisch oben oder unten, je nachdem, einfach Menschen aus verschiedenen Firmen angeschrieben hat, in dem Fall jetzt auch Avo, und habe sie gebeten, mir einfach vielleicht, wenn sie meinen Kanal sich mal anschauen würden, einfach mir mal eine Rückmeldung darüber geben würden, wie sie ihn finden und ob sie mir vielleicht ein paar Produkte zusenden könnten. In dem Fall hat jetzt eine PR, Rouge PR, eine praktische Art Agentur, uns, beziehungsweise mir jetzt die Sachen zugesendet und ich würde sie sehr gerne für euch reviewen. Ich kannte Avo vorher überhaupt nicht. Das ist ja eine Marke, die auch praktisch sehr viel über Retailer geht. Das heißt einfach Leute, die praktisch auch nach Hause kommen. Das war so die einzigste Assoziation, die ich hatte. Auf der Internetseite, die ich euch unten verlinkt, findet ihr die ganzen Produkte. Und ich würde sagen, ich zeige sie euch und starten in die Review. Die Foundation, die ich gerade trage, habe ich für euch reviewed. Es handelt sich hierbei um die Love Even Alexia Serum Foundation von Love Cosmetics. Und da wird es eine separate Review zu geben. Und sie sieht wunderschön jetzt aus, so nachdem sie sich gesetzt hat. Und ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt direkt das Video für Avo, weil ich finde einfach, die Marke ist wirklich überhaupt zu wenig bekannt. Ich habe das erste Mal von der Marke richtig Produkte mir angucken können auf der Glow, dieses Jahr im Frühling und zwar in Dortmund. Da war ich ja mit der lieben Alida, auch ihren Kanal verlinke ich hier unten natürlich, habe ich mir Lippenprodukte und so angeguckt, nur da war so eine enorme Schlange, dass ich dann irgendwie nicht lange hängen geblieben bin, weil ich war dann froh, als ich dann überhaupt weitergehen konnte, weil das ist super, super anstrengend auf der Glow. Da seid ihr dann super lange unterwegs und irgendwann habt ihr echte Indianer-Plattfüße. Und deswegen habe ich dann halt gedacht, ich habe mir dann die Firma aufgeschrieben, habe dann halt einige E-Mails geschickt und habe dann tatsächlich Sachen zugesendet bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Frau John, vor allen Dingen, dass sie da an mich gedacht haben, dass sie praktisch mir diese Möglichkeit gegeben haben. Und without further ado, let's get started. Starten wollen wir das Ganze mal mit einem Plumping Lip Gloss. Und zwar ist das eigentlich jetzt keine großartige Farbe. Es sind 7 Milliliter. Ich verlinke euch natürlich die Seite unten. Dann könnt ihr direkt mal die Produkte euch angucken. Wie gesagt, das ist der... also ich weiß jetzt nicht, ob Mark, also so heißt mein Freund übrigens, nur mit C geschrieben, ob das jetzt praktisch, ich sag mal, eine Art Kollektion ist oder so, aber ich habe die auf der Avon-Seite gefunden, also das scheint eine ganz normale Style zu sein, den die einfach haben. Und auf jeden Fall beginne ich mal ein bisschen mein Gesicht zu setten mit diesem, oh, das ist ja ein cooler Verschluss. Und zwar ist es hier ein Translucent, ich hoffe, das ist Translucent. Das ist ein Finishing Powder HD, das heißt, das ist ein bisschen weißstichig. Ich werde da ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ich werde hier so ein bisschen brighten in den Areas, wo ich praktisch vorher so ein bisschen, ich nehme dafür diesen angespitzten Pinsel. Was halt sehr cool ist, der Zipper hier oben, den dreht ihr hier, also beziehungsweise, wenn ihr ein bisschen mehr Kraft, so, ihr dreht den, seht ihr das? Und dann kommt erst das Produkt raus. Also ich werde mir jetzt ein bisschen was in die Kappe geben. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ha! Würde natürlich Sinn machen, wenn ich die Pop, das Plastik wegziehe. Ich weiß gar nicht, so viele Verschlüsse, da werde ich ja verrückt. So, okay, Puder ist raus. So, und jetzt gebe ich mir was in die Verschlusskappe. Ich benutze nicht so arg viele HD-Puder, weil die oft ein gutes Flashback geben, beziehungsweise einfach halt schon. So arg viel kommt jetzt nicht raus. Ich finde das jetzt aber nicht so blöd, muss ich sagen, weil somit kann mir nicht alles total zudrecken. Ich habe mir jetzt eine kleine Menge auf mein Ding gegeben. Es ist sehr, sehr fein, Leute. Also ultra fein. Ich gebe mir jetzt hier so ein bisschen was drunter zum Baken, weil Concealer und so habe ich natürlich schon aufgetragen. Ich weiß gar nicht, habe gar nicht geschaut, ob es jetzt Make-up oder sowas gibt. Aber die haben ganz tolle Lidschatten zum Beispiel und
irre geile Lippenstifte. Das habe ich schon festgestellt. Meine Augenbrauen habe ich heute nur nachgebürstet. Ich wollte jetzt heute jetzt nicht so ein Hardcore, sage ich jetzt mal, Look machen, weil ich nicht immer so brutal starke Augenbrauen mag. Das Puder ist sehr, sehr fein. Also meine Unteraugenregion oder überall, wo ich gepudert habe, fühlt sich sehr, sehr gut an. Sehr samtig. Ich habe hier auch noch Mascaras, wo ich echt krass interessiert dran bin, weil das ist einmal diese ganz dicke, das ist die Big Multiplied Volume Mascara und zwar diese hier mit einer super dicken Bürste. Ich muss schauen, ob ich damit arbeiten kann, weil ich habe ja immer so mickrig. Ah, die ist auch cool. Und da habe ich noch mal eine True Ultra Volume Lash Magnified Mascara. Das ist auch so eine dicke Bürste, aber die ist ein bisschen, wie nennt man denn das? Leichter so zum. Muss man anzoomen? Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Die ist ein bisschen breiter von den Fächern her. Ich denke, ich werde jetzt erstmal die dann da testen. Und ich fange jetzt mal an, ein bisschen in meiner Crease ein bisschen was aufzubauen. Dafür nehme ich jetzt die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills und dafür trage ich danach den Creme Lidschatten auf. Ich habe mir jetzt Burnt Orange und Sienna praktisch diese beiden Farben in die Crease gegeben, um praktisch so ein bisschen so eine Base zu schaffen. Weil Lidschatten hatte ich jetzt nicht, sondern ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt einen Creme-Lidschatten sozusagen und ich fand die Farbe sehr geil. Das ist nämlich so ein richtig tolles Braun. Ist auch sehr, sehr cremig und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das. Also ich werde jetzt mal zwei Sachen versuchen. Einmal, ups, da seid ihr wieder. Einmal jetzt mit so einem Pinselchen und zwar werde ich mir das über das ganze Lid geben und dann praktisch noch ein bisschen ausbuffen. Und das probieren wir jetzt mal. Und zwar, ich gebe jetzt einfach diese Farbe mit dem Pinsel auf mein Lid. Das klappt sogar ganz gut. Das ist so ein graustichiges Braun. Ist ein bisschen krümelig. Ich denke, dass ich da ein bisschen Öl reinmachen werde, damit mir das bloß nicht austrocknet, weil wäre echt schade drum. Krümelt nicht arg. Leute, ich habe meine Haare gefärbt, wie ihr seht. Krümelt jetzt auch nicht stark rum oder so. Ich finde, mit dem Pinsel ist es ein bisschen anstrengend. Ich werde das mal mit dem Finger probieren. Ich glaube, das geht meistens immer ganz gut. Farbabgabe ist auch echt gut. Und das gebe ich mir jetzt einfach mal komplett aufs ganze Lid und kann mir das eigentlich auch mit dem Finger total gut verblenden. Creme-Lidschatten benutze ich allgemein super gerne mit Fingern, weil ich einfach finde, das ist auch so ein bisschen der Sinn und Zweck. Einfach bababum und zack, habt ihr euer Make-up einfach schon fertig. Mega, mega. Ich finde die Farbe, also ich kannte ja Arvo gar nicht, aber seht ihr, wie glamourös das gleich aussieht? Ich finde halt, wenn man nicht jetzt noch so ein Gold hätte oder so, da könnt ihr halt so richtig geile Looks machen. Ich habe mir das viel, viel stärker vorgestellt von der Konsistenz her, aber die lässt sich so, also ich würde sagen, mit einem angewärmten Finger einfach lässt sich das ultra gut verblenden. Also wie, seht ihr das? Das ist richtig geil geworden. Ich habe jetzt auch so eine kleine Affinität dafür, jetzt, ich glaube, ein bisschen smokierer zu gehen. Ich nehme jetzt wieder meine Soft Glam Palette und gehe jetzt nochmal in den Farbton Sienna. Und hol mir noch mal ein bisschen das Orange zurück aus dem Augen-Make-up. Also ich gebe mir das praktisch ganz soft drüber und schaue jetzt mal an, wie das sich ineinander verblenden lässt. Also blenden lässt sich das. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich finde halt so Creme-Lidschatten halt super praktisch, wenn ihr halt echt nicht so super viel Zeit habt und einfach sagt, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, irgendwie jetzt wahnsinnig rumzumachen mit Lidschatten, aufbauen, wieder verblenden und so. Ich verstehe das total. Dadurch, dass ich ja in der Intensivpflege in der Nachtwache bin, kann ich das total gut verstehen, weil ich halt oft nicht diese Zeit dafür habe, weil ich einfach sehr, sehr ungeduldig bin. Ich gebe mir jetzt noch ein bisschen was von der Palette. Und zwar den Tempera hier oben in meinen Augenbraue. Damit es so ein bisschen einen kleinen Sheen bekommt. Ist auch eines der meiner Lieblingspaletten. Die mag ich unheimlich gern. Ich kann überhaupt nichts sagen und vor allen Dingen, was ich direkt merke, ist, dass es kein Creme-Lidschatten ist, der so dir ekelhaft runterbröselt. Das ist echt nicht schlecht.
Ein kleines Feedback jetzt auch zu dem Lip Plumper. Der ist wirklich cool, weil, also jetzt nicht, braucht ihr nicht glauben, dass nur weil es jetzt geschenkt war, dass ihr jetzt irgendwas sagt. Es ist wirklich ein cooles Produkt. Also es ist jetzt wirklich sehr mintig und es gibt euch so einen richtig freshen Geschmack irgendwo am Mund. Das ist richtig cool. Augen-Make-up gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier noch einen Skinny Precision Longwear Eyeliner. Und zwar sieht der so aus. Ist halt ein Eyeliner. Und das, was halt bei dem mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass der so zum Rausdrehen ist, wie so ein toller Lip Liner. Die von Essence zum Beispiel sind auch so. Und ich werde mir jetzt hier so ein bisschen was auftragen. Ich habe so ein bisschen Probleme mit so Eyelinern, weil manchmal sind die ultra trocken. Aber der ist gar nicht trocken. Der ist richtig cremig und ultra schwarz. Und ich werde mir jetzt ganz nah an meinem Wimpernkranz einen Eyeliner ziehen und ein bisschen unten. Und bin gespannt. Der ist ultra. Der ist ultra cremig, Leute. Richtig geil. Und ich habe jetzt eine geile Idee gekriegt. Ich werde den jetzt hier auftragen und werde den jetzt nicht so sauber lassen, sondern werde den hochsmatschen. Das heißt, ihr werdet jetzt praktisch den Stift. Ich werde auch nach kürzester Zeit merken, ob ich den vertrage, weil ich habe jetzt mal einen gehabt. Leute, von Revlon. Dieser Color Stay Kajalstift, eine Katastrophe, sage ich euch. Ich habe mich so gekratzt danach. Das war ganz übel. Ich nehme jetzt so eine Pencil Brush und smudge mir das so ein bisschen nach oben aus. Das heißt, ich mache mir praktisch meinen Eyeliner nicht kaputt, sondern verdreck mir den so ein bisschen. Und gehe dann anschließend nochmal in meinen Wimpernkranz und mache dann nochmal. Ich mag das, wenn die Augen nicht so stark ultra sauber aussehen, weil ich finde, dass das einen sehr viel softeren Look gibt und nicht so hart. Und jetzt gehe ich nochmal in meine Lower Lash Line und mache dann genau dasselbe, weil ich finde halt, es ist halt irgendwie früher total, also früher war ich immer so geschminkt, also starken Eyeliner und einen Kajalstift drunter. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so arg gerne, weil ich einfach finde, dass diese Looks einfach zu hart aussehen. Deswegen nehme ich wieder den Pencil Brush und smudge mir das hier aus. Das sieht übrigens übelst zombiehaft aus, Leute. Der Kajal ist richtig geil. Entschuldigung, was ist denn das für ein Kajal? Der ist Hammer. So, die simpelsten Sachen, Leute, in der Make-up-Welt sind manchmal die schwierigst zu findensten. Also so ein Kajal hatte ich schon lange nicht mehr. Ihr seht, wie soft der Look aussieht. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch, ich nehme mal diese Mascara, dafür komme ich ein bisschen näher. Die Ultra True Volume Mascara, auch von Avon natürlich. Das ist ja ein Video von denen, für die praktisch. Und ich tusche meine Wimpern. Eine kleine Anmerkung, ich habe übelst die schlechten Wimpern. Ich habe ultra schlechte Wimpern, die sind sowas von kacke, die sind klein, die sind nicht wirklich dicht und ich finde, die ist ganz gut, die Mascara. Ich habe die Sachen tatsächlich gar nicht verwendet. Ich habe auch zum Beispiel noch Nagellacke bekommen. Die werde ich jetzt mal später mal testen, weil ich habe es leider es nicht geschafft, die zu testen. Aber bei Nagellack kann man eigentlich nicht viel falsch machen, Leute. Das ist eigentlich immer gut. Die ist auf jeden Fall super, sehr gut zu dosieren und ich habe auch das Gefühl, dass sie mir echt hilft. Sie trennt sehr gut und bietet Volumen und Leute, ich habe wirklich kaum Wimpern. Das ist so grausam bei mir, echt furchtbar. Wie ihr seht, also ich finde, die macht was. Also die ist wirklich gut, die kommt auch direkt. Ich werde mal die jetzt trotzdem drüber geben. Jetzt sehe ich nämlich gerade, dass die. Ich kann euch die Form gar nicht beschreiben. Ihr könnt euch vorstellen, das da ist praktisch so eine Form wie so ein Propeller eigentlich, ja? Weil die hat praktisch oben eine Ausbuchtung, dann kommt wieder Haare, dann kommt eine Ausbuchtung und so weiter. Und jetzt werde ich die mal testen. Das ist, ich glaube, habe ich sogar die richtige oder die falsche benutzt? Die ist saugeil. Die ist richtig, richtig gut. Ich habe halt so ein bisschen das Problem. Ich weiß, dass manche Leute nicht auf Fliegen beim Mascara stehen, aber ich muss sagen, ich muss das irgendwie in die Richtung machen, weil ansonsten sieht man meine Wimpern halt gar nicht. Und Leute, ich bin auch kein guter Typ für False Lashes, 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 weil ich finde,
Das ist so ein eigenartiger Trend, den ich jetzt nicht so toll finde, weil ich einfach finde, dass wenn ihr praktisch zu viel False Lashes tragt, euch irgendwie die eigenen demnächst abfaulen werden. Das ist natürlich nichts. Ich liebe diesen Augenlook. Also ich hab ganz wenig Creme-Lidschatten. Ich habe welche von Kiko. Sind auch nicht schlecht, gefallen mir auch gut. Aber ich muss sagen, der hier ist super pudrig geworden. Also, das ist so ein Cream-to-Powder-Finish, so ein bisschen. Aber wenn ich da jetzt drüber lang, ist das wirklich so ein Gefühl, wie wenn das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, pudrig geworden ist und dadurch sich auch nicht so in die Falten setzt, weil das würde ich jetzt sofort haben. Ich habe auch zwei Farben zugesendet bekommen und zwar einmal die Farbe Tempress Ultra Dunkel. Ultra dunkel, aber doch recht opaque, muss ich sagen. Also es ist jetzt, also wenn ihr jetzt einen Swipe macht, macht mal daneben. Also außer die Falte hier, das hat eine Falte gezogen. Jetzt machen wir mal hier zwei Swipes. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist eine aufbaubare Farbe. Bei dunklen Lippenstiften neige ich eher dazu, Liquid Lipsticks zu verwenden. Da habe ich allerdings jetzt keine Ahnung, ob Avon die benutzt. Aber ich will diese Farbe testen. Und zwar ist es die Farbe Blushing Beauty. Und Entschuldigung, wie schön ist die Farbe bitte? Die da ist noch sehr viel durchgängiger und, sage ich mal, schöner vom Auftrag her. Ich nehme jetzt hier einen Essence Lip Liner Sweetheart. Den habe ich jetzt schon öfters benutzt. Ich umrande mir die Lippen eigentlich immer, weil ich mir ein bisschen es leichter machen will, mit dem Lippenstift lang zu kurven. Die von Essence sind für mich ganz, ganz tolle. Leider habe ich jetzt hier keinen Lip Liner dabei gehabt. Und übrigens, der Kajal juckt mich nicht. Also juckt nicht an meinen Augen. Und das ist ein sehr cremiger. Das sind beides so cremige Lippenstifte. Ich finde auch das Packaging sehr schön. Also ich finde, die sehen halt mega teuer aus. Sehr teuer, aber irgendwie sind sie es nicht. Ich glaube, kosten ein paar, also ein paar Euro. Nicht ultra viel. Boah, das ist eine ultra schöne Farbe. Auf der Lippe fühlt sich der sehr cremig an, sehr moisturizing, also sehr feuchtigkeitsspendend, also sehr, sehr schön. Im großen, ich habe natürlich nur ein paar Produkte gekommen, natürlich. Ich freue mich natürlich, wenn man mich sieht und sagt, boah, das sieht richtig schön aus, wir schicken dir noch mehr. Immer her damit. Und also zu dem Powder muss ich sagen, es ist sehr weich. Es ist halt so ein HD-Puder. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen aufpassen. Ihr dürft jetzt nicht zu viel davon benutzen. Sonst könnte ein Flashback bei Fotos sein. Ich habe es nicht getestet. Ich weiß es nicht. Aber ein sehr, sehr cooles Puder. Die Lippenstifte, Leute. Der in der Farbe Blushing Beauty. Mega schön. Mega, mega schön. Der kommt auch definitiv direkt bei mir auf den Tisch. Der dunklere davon, den muss man mehrfach auftragen. Und bei solchen Farben nimmt man auch grundsätzlich einen Lip Liner, weil ich einfach finde, ohne Lip Liner kommt halt kein authentisches Ergebnis raus, weil ihr einfach immer drüber malt und das ist gar nichts. Von denen hätte ich gerne alle Farben. Frau John, sehen Sie das? Bitte alle Farben zusenden. Geil, geil, geil. Ihr habt ein so geiles Ergebnis, Leute. Also es ist so schön geworden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so ein ebenmäßiges Ergebnis geworden. Ich habe das wirklich nur mit den Händen eingearbeitet und bin sehr zufrieden. Es sieht seamless aus. Es sieht auch nicht aus, wie wenn ich da fett Arbeit reingelegt hätte. Gar nicht. Sehr geiles Produkt. Das werde ich mir definitiv im Auge behalten. Mascaras. Überraschend gut. Also normalerweise bin ich gar kein Mascara-Mensch. Also ich trage jetzt gerade die von Benefit, diese Big Bur Bad Girl Bang Mascara. Die mag ich sehr, sehr gerne. Aber die da macht genau das Gleiche. Ich habe jetzt natürlich beide benutzt. Machen natürlich auch viele mit Stummelwimpern. Einfach beide zu benutzen. Zwei, drei Wimperntuschen. Die eine für Länge, die andere für Volumen, die andere für Trennen. Aber ich glaube, also diese hier, diese Big Multiplied Volume Mascara mit diesem, wo ich euch gesagt habe, die aussieht wie so eine Propeller. Also es sind halt so Härchen und dann kommt eine Reihe nix. Und dann kommen wieder so praktisch solche Gummibürstchen oder so ein Bürstle.
Damit konnte ich zum Beispiel sehr gut Länge und trennen. Und damit konnte ich tatsächlich Volumen, die werden definitiv bei mir beide in Benutzung kommen, weil ich bin ein echter Fan von Mascaras, die Menschen wie mir, die gar keine Wimpern haben, tatsächlich Wimpern geben. Ich bin impressed. Und mein Star of the Show ist ehrlich gesagt dieser Kajalstift, weil Kajalstifte sind. Kajalstift ist nicht gleich Kajalstift. Genauso wie auch viele Leute sagen, das sagt mein Mann zum Beispiel, Wasser schmeckt egal wo immer gleich. No, Baby, das stimmt nicht. Kajalstift ist es genau dasselbe. Auch Lippenstifte zum Beispiel. Ultra cremig und sehr schön vom Auftrag. Das ist so das, was man von einem klassischen Lippenstift erwartet. Aber von einem Kajalstift erwartet man entweder, dass er absolut waterproof ist, also wenn ich jetzt anfangs heulen würde, dass es überhaupt kein Problem gibt. Aber muss sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin. Sehr, sehr geiles Ergebnis. Ihr konntet den super mit dieser Pencil Brush ausmudgen und er kriecht auch nicht widerlich irgendwo rein oder so. Ich habe ja das jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde drauf, weil ich ja immer eine ganze Zeit lang brauche, um diese Videos zu drehen. Und muss sagen, sehr, sehr schönes Ergebnis. Und das Allerbeste ist, ich habe ja jetzt Kontaktlinsen. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen schauen, ob die verträglich sind mit meinen Kontaktlinsen. Und ich kann euch definitiv sagen, dass es mich nicht kratzt, juckt oder sonst was. Und wie heißt das? Die Gel-Shine-Nail-Dinger sehen sehr schön aus. Ich habe sie leider noch nicht getestet, also die Farbe nicht. Den hatte ich schon. Das ist einfach ein klarer Nagellack, der wirklich, wirklich schön ist. Also der halt auch nicht so abblättert. Ich hatte den jetzt, glaube ich, 5 Tage drauf. Jetzt habe ich praktisch die wieder runtergemacht. Und ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Geht doch gerne auf die Internetadresse, die ich euch unten in die Infobox schreibe und schaut einfach euch mal ein paar Produkte an. Die Sachen werden in Polen produziert, sind preislich wirklich total in Ordnung. Und ich würde mich freuen über ein Feedback, was ihr praktisch zu den Produkten sagt, wie ihr den Look findet. Ich finde ihn sehr schlicht, aber irgendwie sehr klassisch. Ich mag diesen Lippenstift sehr. Also zu den Lippenstiften brauche ich gar nicht viel sagen. Die Lippenstifte sind sehr schön verpackt. Mir gefällt dieses grafische, graffiti-artige Look von diesen. Ist auch voll schön Avo hier reingestanzt. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich hoffe, dass Avo auch wieder auf der Glow in Berlin ist. Da werde ich definitiv mal vorbeigucken und mir das mehr angucken. Und ich lasse euch gerne, gerne noch viel, viel mehr Liebe zukommen und tut das bitte auch für mich. Abonniert gerne diesen Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ich teste weiter für euch Produkte und habe weiterhin so viel Spaß mit euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Süßen.